In diesem Spiel mache ich jetzt den 1.8 der normalen Version. Das läuft, glaube ich, ein wenig besser. Und jetzt geht's auch mit dem 17. Teil des Minecraft Diamant-Displays. Das könnte ich im Moment noch mal kurz machen. Ich habe jetzt schon übrigens Level 50 erreicht. Das Weizen ist auch schon relativ gut gewachsen und die Karten sind jetzt auch abholzbar. Ich holze sie auch erstmal ab. Da komme ich nicht so direkt hin. Nicht in Akazienwald, das sollen immer wieder abrodeln. Dann kann ich natürlich auch immer genug Diamanten sammeln. Also müsste immer wechselnde Let's Plays geben. Also ich habe ja einige Let's Plays, ich will aber erstmal keine neuen Let's Plays mehr beginnen. Sonst habe ich einfach zu viele Let's Plays, die ich wollen. Immer werden zu viele Let's Plays und dann würde ich sagen, oder ich würde manche Let's Plays auch erstmal eingestellt gelten lassen. Damit man die erstmal auch nicht. Ich würde das natürlich da als Hinweis schreiben, dass sie eingestellt sind. Aber ich würde im Moment noch keinen wirklichen als eingestellt sehen. Und da sind Diamanten. Das könnte ich im Hause noch verändern. Hier ist schon mal ein schönes Gehege. Was könnte ich sonst noch als Farm bauen? Also jetzt hier die Bäume erstmal abgebaut. Das ist eine Art Holzfarm, die ich da habe. Dann nehme ich hier das Akazienholz und den Setzling erstmal reinpacken. Weil ich habe erstmal genug Fichtenholz. Was ich erstmal farmen könnte. Hier sind auch schon wieder drei weitere Setzlinge und noch ein Stück Holz. Noch ein Setzling, also die ganzen Setzlinge alle aufnehmen hier. Das Zuckerrohr könnte ich auch mittlerweile abbauen. Könnte zwei Truhen erstellen. Zwei Truhen. Die eine stelle ich hier hin, und ich das ganze Weizen da reinpacken kann. Und die andere Truhe, die kommt auf die andere Seite. Da packe ich noch Erde rein und hier kommt Zuckerrohr rein. Dann unten abgerissen, ja. Jetzt mal so alle abreißen und immer so. Nochmal hier durch und da sind auch noch Diamanten. Da sind auch noch genug Diamanten zum Abbauen. Hier lohnt sich das auch nochmal durchzugehen. Das Haus ist ja schon relativ ergiebig gebaut. Da passt ja nichts hin, weil also baut man zwei übereinander. Feuerwehr noch nicht. So kann man auch vermeiden, dass er zwei übereinander setzt. Oder auch so kann man es machen. So ist erstmal das Zuckerrohr. Habe ich jetzt mal keins zwar im Inventar, aber da sind auch noch Diamanten. Ein Diamantvorkommen. Nochmal ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Dieser See. Ich muss den irgendwie ein bisschen zubauen. Sollte natürlich sogar da hinten was setzen. Kann ich erstmal noch ein paar mehr Diamanten abbauen. Immer mal den Projekt Diamantblock hören, mal Sicherheit, also Wahrheit zu gewähren. Wenn das mal wahr wird, dieses Projekt.
Und jetzt ist der Block weggegangen. Zack, erstmal so. Jetzt bauen wir uns jetzt, glaube ich, auch im Dunkel. Ja, es wird dunkel. Jetzt können wir mal die restlichen Sätze mal aufsammeln. Und dann erstmal wieder in den Schlaf gehen. Sondern jetzt nicht gerade am Untergehen. Also was könnte ich hier am besten hinbauen? Ja, die Diamanten, die kommen woanders hin. Die kommen hier rein. Hier kommt der ganze Diamant rein. Heute schon so viel. Aber ich habe auch schon der EKG-Version, also EKG Minecraft Let's Play, habe ich den Boden geändert. Und das mache ich jetzt hier genauso. Hier soll nämlich der Boden auch aus Holz bestehen, dann komplett. Also erstmal hier den Boden aus Holz machen. Erstmal das hier. Holz habe ich ja genug. Was verbraucht auch ordentlich Redstone Holz. Und immer werde ich auch die Wände ersetzen. Die Wände werde ich eins in diesem Part erstmal nicht ersetzen. Nochmal was Erfahrungsbringendes. Und zwar die Kohle. Das sieht nämlich irgendwie nicht so schön aus, wenn da so viele verschiedene Materialien sind. Wenn alles aus Holz besteht, dann sieht es irgendwie einheitlicher aus. Und hier habe ich ja noch 64 Stack Holz. Kann ich das mal so machen. Fangen wir hier an. Jetzt baue ich hier erstmal weiter. Und das weiter mit den dichten Holzbrettern. Jetzt den Holzboden, die Wand muss ja später auch ersetzt werden. Da bleiben aber die Netherrack, der Netherstein, der bleibt da einfach. Weil nämlich da das Portal dazu ist, zum Nether, zur Hölle. Höllenportal. Und mich da einmal verbaut, da kommt wieder weg. Oh, was zeigt der mir denn da jetzt an? Ich kann fast 15 GB Dateien bereinigen. Hat sich im Laufe von ein paar Monaten schon einiges angesammelt. So ist dann erstmal der Boden ersetzt. Was müsste ich in den nächsten Part, würde ich jetzt dann mit der Wand und mit der Decke machen. Die Decke ist aber schon ersetzt, also fehlt dann nur noch die Wand. So ist das mal alles schon mal ersetzt. Wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Ich nehme jetzt schon seit 9 Minuten auf. Könnte ich sonst hier mit dem Boden auch hier machen. Hier auch ebenfalls einen Boden auf Erde machen. Und natürlich hier die ganzen Diamanten auch noch mit abbauen. Einigermaßen langer Gang hier. Eine Antriebsschiene und dann nochmal neun normale Schienen.
Zack, so ist es mal mit Holzboden. Und dann kann man einfach drauf drücken und man fährt in die Mine. Das werde ich auch erstmal machen. Bin ich gleich wohl in der Mine angekommen. Zack. Lava sehen habe ich hier auch ordentlich. Und natürlich auch eine Diamantvorkommen, die auch relativ groß sind. Und die Diaspitzhacken könnte ich auch reparieren. Nämlich so, aus zwei Diamantspitzhacken eine gemacht. Hier sind auch nochmal mehr Diamanten. Ganz viele Diamanten werde ich jetzt im Rest dieses Parts nochmal Diamanten farmen. Ich bin jetzt momentan 17. Dass die Erfahrungsgeräusche. Alles voll mit Diamant. Vielleicht kriege ich dadurch sogar schon die Truhe voll. Aber die Erfahrungslevel auf Leiste auf 60. Und auch mit einer vollständigen Diamantrüstung natürlich hier aufgerüstet. Nahrung habe ich auch genug. Fackeletten. Damit hier nichts spawnt. Also müsste hier keine Monster spawnen. Ist da keine eindeutige Mine sichtbar hier. Und habe ich auch bei mir in letzter Zeit auf Facebook so, ich teile Sachen, also ich teile Videos und so weiter, aber halt meistens keine gefällt mir Angabe, keine Kommentare und auch keinen geteilten Inhalt. Wie könnte ich das ändern? Übrigens taucht da auch gerade Redstone auf. Bei Minecraft Bauideen habe ich auch schon Taschenrechner vorgeschlagen, da kommt auch kein gefällt mir. Noch keine Antwort. Jede Menge Diamant hier. Die Erfahrung kann ich auch von weiter weg aufsammeln. Da muss ich ja nicht direkt das Ohr stehen. Anders als bei den Items, die hier alle rumliegen. Die bewegen sich ja nicht auf den Spieler zu. War ich ganz kurz erwischen im Block hier. Ich hab ja gesagt, für den Rest des Parts. Ne? Dauert noch ein paar Minuten. Das heißt, ich muss wahrscheinlich dieses Diamantvorkommen leer graben. Nummer 15, da kommen immer diese besonderen Geräusche. Wenn der Erfahrungslevel immer auf 5er steigt. Wir jetzt 55, das ist ja jetzt zum 11. Mal ertönt, sozusagen. Ich dachte eigentlich erst, das kommt bei allen 10 Level. Jede 10 Level, aber es kommt bei jedem 5. Level. Jetzt habe ich ja 55 Level vor kurzem erhalten. Und zu Beginn des Parts war die Leiste bei 50, also ich habe die Leiste dadurch schon ordentlich erhöht. Im Moment habe ich ja noch keinen Zaubertisch, weil ich ja nicht genug Leder habe oder Bücher dafür, um da irgendwie Verzauberung Level 30 kriegen zu können. Da wird zwar nur noch 3 Levels abgezogen, haben wir uns aber 30 Level haben, um die überhaupt anklicken zu können. Und da kam noch Stein oben. Und
das Diamantvorkommen geht noch immer weiter hier. Nimmt aber noch einige Diamanten rum. Da hat man ganz schön viel Cobblestone. Noch hat die Diamant hier. Das wäre schön, wenn man das in der echten Welt so hätte. So viel Diamanten. Die riesige Ader Diamanten, die man, wenn man Stunden, Tage, Monate brauchen würde, das abzubauen. So einfach, weil da nur Diamant kommt. Und wieder Redstone. Redstone ist... dann normalerweise 8-mal häufiger als Diamant. Das heißt, wenn man 8 Redstone-Adern gefunden hat, dann müsste man auf eine Diamantader treffen. Aber in dem Fall ist das wahrscheinlich andersrum. Hier braucht man 8 Diamantvorkommen, um dann ein Redstone-Vorkommen zu finden. Einfach riesig große Adern Diamanten. So ein, zwei Minuten will ich jetzt hier noch graben. Dann ist erstmal Schluss mit Diamanten graben. Und am besten auch mit der Verzauberung Glück will ich den verzaubern, die Dinger. Noch weiter. Die letzten Diamanten, die ich jetzt abgrabe. So, das war es erstmal mit Diamantengraben. Ist jetzt erstmal Zeit, die Diamanten wieder zu sichern. Die noch einmal kurz ausleuchten, da muss auch noch eine Fackel hin. Und wieder hoch. Kommt da relativ gut hoch. Jetzt gehe ich erstmal hoch und dann werde ich den Part wohl beenden. Das heißt mal, dass er euch gefallen hat, zeigt mir den Daumen nach oben, teilen, kommentieren oder abonnieren. Und dann bis zum nächsten Part.